In The Last of Us ist es der Cordyceps, in Resident Evil der T- bzw. G-Virus. Aber was ist eigentlich der genaue Grund für den Zombie-Ausbruch in The Walking Dead? Und vor allem, wie realistisch oder wie logisch ist dieser Virus oder dieser Grund des Ausbruchs? Darum geht es in diesem Video, denn hier in diesem Video beantworte ich mal eine Frage, die ein Zuschauer in den Kommentaren gestellt hat bezüglich des Virus bzw. der Infektion in The Walking Dead. Und ohne viel rumzulabern, möchte ich direkt sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Vorab möchte ich sagen, wundert euch nicht, wenn ein paar Störgeräusche im Hintergrund sind. Es stürmt gerade bei uns und meine Ruhe losmachen. Aber wollen wir direkt reinstarten. In einem meiner letzten Videos habe ich ein Q&A gemacht und da kam auch eine besondere, ausführliche Frage in die Kommentare und diese habe ich in dem Video mehr oder weniger kurz beantwortet mit der Aussage, dazu wird ein Video kommen. Falls euch das Q&A interessiert, checkt es gerne mal aus, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, aber jetzt ist der Tag gekommen, ich werde auf diese Frage eingehen, aber ich werde sie euch jetzt auch nochmal detailliert quasi erstmal vorlesen, damit ihr überhaupt wisst, um was es hier geht. Der Kommentar bzw. die Frage lautete wie folgt. Es wurde festgestellt, dass jeder Mensch bereits mit dem Zombie-Virus infiziert ist. Dennoch geht jeder, außer bei Arm- und Beinbissen, Stichwort Amputation, nach einem Biss drauf. Natürlich, es gab wenig bis keine Antibiotika, trotzdem stirbt im echten Leben auch nicht gleich jeder an einem Biss, egal von Mensch oder Tier. Zudem sollten gewisse Impfungen wie Tetanus vor so etwas schützen. Nicht zu vergessen, solche Impfungen halten bis zu 10 Jahre. Da bleibt doch die Frage, inwiefern das Sinn macht, dass jeder nach einem Körperbiss stirbt. Eine unfassbar geile Frage. Ich muss sagen, ich habe mich sehr lange damit jetzt beschäftigt und habe mir jetzt quasi für dieses Video die Frage ein wenig aufgedröselt in 5 Unterfragen. Und die werde ich jetzt der Reihe nach beantworten und hoffe, am Ende des Videos ist dann ein bisschen logischer erklärt, wieso es überhaupt so und so passiert in The Walking Dead. Die Fragen, mit denen ich mich jetzt befassen werde, werde ich jetzt einmal hier zusammenfassen. Die werde ich auch in Kapiteln aufführen. Das heißt, wenn ihr nur eine gewisse Frage beantwortet haben wollt, skippt gerne dahin. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr euch das Video bis zum Ende anguckt und wenn ihr sowieso schon da seid und euch solche Videos zu The Walking Dead oder allgemein zu Serien und Filmen gefallen, würde ich mich auch natürlich über ein Abo freuen und natürlich auch gerne ein Like am Ende vom Video, wenn es euch gefallen hat. So, aber die Fragen, mit denen wir uns heute befassen, sind erstmal wie folgt. Woher kommt die Infektion? Wie können alle Menschen infiziert sein? Wie verwandelt man sich die Symptome? Und warum verwandelt man sich erst nach dem Tod und nicht einfach so? Gehen wir nun auf Frage 1 ein. Woher kommt der Virus bzw. die Infektion? Ja, wir haben mittlerweile herausgefunden, dass der Virus menschengemacht wurde. Wurde mehr oder weniger klein, aber auch mehr oder weniger offensichtlich erklärt. Was uns natürlich zu dem Punkt bringt, ist es keine natürliche Infektion bzw. kein natürlicher Virus. Jetzt wäre dann direkt die Frage, warum wurde dieser Virus erschaffen? Sollte er als Biowaffe dienen oder wurde er aus Versehen erschaffen? Das kann ja sowohl als auch gut sein. Gehen wir mal von dem Szenario aus, es sollte als Biowaffe geplant sein und sollte somit entweder gezielt oder halt, wie in dem Fall passiert, alle Menschen infizieren und halt zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich ausschalten. In dem Falle, dass es eine Biowaffe wäre, würde man schon mal sagen, Antibiotika fallen in Bezug auf sowas wie halt die Infektion ja sowieso weg, weil ich glaube, ich bezweifle eher, dass gegen eine Biowaffe, die wirklich neumodisch ist, von der vielleicht noch niemand was gehört hat, offensichtlich, nicht so wirklich normale Hausmittel helfen. Wenn wir jetzt wissen, dass es potenziell eine von Menschen gemachte Biowaffe ist, kommen wir direkt zu Frage 2. Wie kann es sein, dass sich jeder Mensch infiziert hat? Für diese Frage würde ich einfach mal das Szenario von The Last of Us nehmen, dass der Virus übers Essen oder übers Wasser oder vielleicht auch über die Luft einfach verteilt wurde und sich jeder diesen Virus eingefangen hat und er auch, und das ist jetzt ein großer Punkt, quasi deaktiviert, also nicht aktiv im Körper des Menschen, im Körper des Wirts in dem Fall, einfach weiterlebt bzw. wartet auf den Moment. Ist natürlich dann die Frage, sind in der Apokalypse geborene Kinder auch davon betroffen? Heißt, wenn ein Kind in der Apokalypse gezeugt wird, hat es diesen Virus auch in sich, aka hat Judith oder RJ diesen Virus in sich oder sind das quasi die neue Generation an Menschen, die virusfrei leben können? Weil das ist auch so eine Frage, die wurde bis jetzt ja noch nicht mal ansatzweise beantwortet, weil es wäre halt sehr interessant. Oder es ist einfach ein Virus, der quasi direkt in das Genmaterial eindringt und die den Menschen auf molekularer Gen technischer Ebene verändert. Wäre vielleicht ein bisschen zu hoch, um das jetzt hier wirklich auszubauen und ich glaube, dafür habe ich nicht die Voraussetzungen, aber wäre ja theoretisch möglich. Und so kommen wir nun zum zweiten Punkt. Wie verwandelt man sich? Denn wie gesagt, jeder hat diesen Virus bzw. diese Infektion, nenne ich es mal, besitzt jeder Mensch im Körper. Die Neugeborenen mal kurz außen vor gelassen. Was wissen wir bei The Walking Dead, wie man sich verwandelt? Entweder man wird gebissen und verwandelt sich dadurch oder man stirbt und verwandelt sich dadurch. Fakt ist,
Man muss definitiv menschlich, körperlich vorher sterben, um sich zu verwandeln. Dr. Jenner hat es ja perfekt erklärt. Diese Frau, also die Testperson in dem Video, diese Frau ist gestorben und ist wiedergekommen. Natürlich nur ein Teil des Gehirns und das hat er alles wunderbar erklärt. Würde bedeuten, der Virus, der Erreger, der, nennen wir es jetzt mal einfach die Biowaffe, die erstellt wurde, wartet quasi darauf, dass der menschliche Körper stirbt, um quasi dann Kontrolle über den menschlichen Körper zu bekommen. Auch wieder eine ähnliche Parallele wie beim Cordyceps von The Last of Us. Denn für mich gibt es keinen wirklich logischen Grund, warum man erst nach dem Tod sich verwandelt. Wie gesagt, wir wissen, es ist ein von Menschen geschaffener Virus, der aber erst aktiviert wird, kann man ja so nennen, wenn man stirbt. Natürlich stellen sich dann jetzt viele Fragen. Ist es beabsichtigt, dass es so passiert? Ist es gewollt? Also soll das passieren, dass man nach dem Tod wieder aufersteht? Ist das eine Nebenwirkung? Das sind alles so Fragen, die könnten wir natürlich nicht beantworten, weil die uns halt AMC bzw. der Macher von The Walking Dead nicht geliefert hat. Noch nicht zumindest. Aber wie gesagt, der reine Tod ist ja nur ein Teil der Verwandlung, denn wie gesagt, man kann sich ja auch durch einen Biss verwandeln. Ist richtig, ist aber auch gleichzeitig falsch, denn hier gehen wir schon wieder auf die Hauptfrage ein. Man verwandelt sich nicht prinzipiell durch einen Biss. Denn nun kommen wir zu den Symptomen. Die Symptome sind nämlich im Prinzip das Ausschlaggebende bei der Infektion. Wir nehmen einfach einen Menschen, der gerade gebissen wurde und bei ihm setzt das Fieber ein. Es wurde in der Serie öfter schon erwähnt, diese Personen, die gebissen werden, kriegen ein sehr, sehr hohes Fieber, was halt so lang steigt, bis diese Person halt irgendwann stirbt. Wo wir uns dann natürlich die Frage stellen müssen, wird durch den Biss dann quasi ein neuer Virus, der nichts mit dem rein infizierten Virus zu tun hat, das heißt, gibt es zwei Viren, einmal die jeder sowieso hat und einmal der das Fieber auslöst. Denn dann könnte es sein, dass es ja diesen einen Virus gibt, der quasi darauf wartet, dass die Person stirbt. Und der Virus, der danach übertragen wird, beziehungsweise der von den Untoten sowieso schon übertragen wird, der ist der den Menschen umbringt. Denn es wird ja nie in der Serie jetzt gesagt, dass diese Person, die gebissen wird, stirbt, weil sie halt eine Blutvergiftung hat oder halt irgendeine andere Infektion hat. Sondern wir gehen ja immer davon aus, es liegt an der Infektion von den Zombies. Gehen wir also davon aus, dass halt durch diese Infektion, durch vielleicht eine Art Mutation, in den Untoten, nachdem sie sich verwandelt haben, man dieses extreme, ich nenne es mal Zombie-Fieber bekommt. So, und dann wäre der Ablauf natürlich ganz logisch. Man infiziert sich, der Virus gerät in den Blutkreislauf und besetzt halt alle lebenswichtigen Organe. Man bekommt Fieber und irgendwann stirbt man. Und danach aktiviert sich quasi der Virus, der einen wiederum in einen Zombie verwandelt. Womit wir auch direkt quasi schon die Frage geklärt haben, warum erst nach dem Tod und nicht einfach so. Denn meine Theorie und damit auch quasi schon die hauptsächliche Antwort darauf ist, dass der Virus, den alle Menschen im The Walking Dead Universum haben, nennen wir ihn Virus X. Der Virus X, den jeder Mensch momentan, der lebt, in The Walking Dead hat, ist der Virus, der quasi darauf wartet, dass die infizierte Person stirbt und dadurch sich danach in einen Zombie verwandelt. Nennen wir den zweiten Virus einfach mal Virus Z, weil Zombie. Virus Z ist der Virus, der in den Zombies entweder mutiert ist oder einfach aus welchen Gründen auch immer so existiert, dass er normale lebende Menschen so infiziert, dass sie ein sehr, sehr starkes und hohes Fieber bekommen und da halt irgendwann drauf geht. Bedeutet, wir hätten Virus X, der einfach nur darauf wartet, dass man stirbt, und wir hätten Virus Z, der einen quasi so infiziert, dass man nicht mehr überleben kann und dementsprechend stirbt. Hier sei jetzt mal direkt gesagt, das ist natürlich reine Idee von mir. Also das ist einfach nur eine Vermutung, wie es für mich relativ simpel und relativ logisch, finde ich sogar, erklärt ist. Und kommen wir jetzt noch ganz kurz auf die Amputation bezüglich Arme und Beine zurück. Wenn jemand in den Arm oder ins Bein gebissen wird, wäre meine Theorie, warum da die Amputation hilft, halt einfach, aber auch in einer gewissen Zeit, dass der Virus es nicht schafft, sich so schnell auszubreiten. Ist ja auch relativ logisch irgendwo. Denn sagen wir mal, dass der Virus mindestens einmal im Herz angelangt sein muss, um halt den Blutkreislauf so zu infizieren, dass man halt das Fieber bekommt. Heißt, ein Biss in den Arm zum Beispiel, wenn er relativ fix versorgt wird, beziehungsweise halt amputiert wird, kann sich nicht weiter ausbreiten und dementsprechend überlebt die Person. Ist natürlich, wie gesagt, eine sehr, sehr spezifische Frage in Bezug auf Zeitraum. Wie lang muss der Biss oder darf der Biss unbehandelt bleiben, bis er sich komplett ausbreitet. Da haben wir keine wirkliche Zeitangabe oder kein wirkliches, vor allem es kann auch sein, du bist aufgeregter, dein Blut pumpt schneller oder du bist entspannter und du brauchst länger. Auch die Verwandlungszeit an für sich ist ja in The Walking Dead einfach, es kann Sekunden dauern, es kann aber auch Tage noch dauern, bis man sich verwandelt. In dem Fall hängt es halt immer davon ab, wie hoch mehr oder weniger das Fieber ist, was man bekommt. Also, um nochmal auf die große Frage zurückzukommen. So wie ich das sehe, stirbt man nicht direkt an den Körperbissen, sondern halt an dem Fieber, an den Symptomen, die dieser Biss mit sich führt. Diese Infektion. An der Stelle melde ich mich einmal ganz kurz aus dem Schnitt und möchte hier an dieser Stelle noch einmal erwähnen, dass natürlich auch die Anzahl der Bisse ein Faktor spielt. Heißt, wenn ich von 10 Zombies
zerfleischt werde mit dem Bissen, sterbe ich nicht an dem Fieber, sondern an Verblutung oder den ganzen Körpergliedmaßen, die mir fehlen. Ich denke, das sollte klar sein, aber ich wollte es einfach nochmal sicherheitshalber erwähnt haben. Und weiter geht's. Dass man danach zurückkommt, liegt, finde ich persönlich, macht für mich Sinn, an einem anderen Virus oder am gleichen Virus, der einfach diesen Verwandlungsvirus, sage ich mal, in sich trägt. Denn wie gesagt, auch wenn man ja normal stirbt, verwandelt man sich und die Bisse von den Zombies, würde ich sagen, treiben diesen Prozess einfach nur schneller voran. Und bezüglich Tetanusspritze bzw. Antibiotika würde ich einfach sagen, es ist nicht wirksam dagegen, weil dieser Virus halt einfach menschengemacht ist, dementsprechend wahrscheinlich als Biowaffe geplant war und dementsprechend wahrscheinlich keine Heilung hat, die beziehungsweise die es schon gab, geschweige denn überhaupt eine Heilung, weil das wissen wir ja, stand jetzt in The Walking Dead auch noch nicht, gibt es eine Heilung oder nicht. Heißt, um die Frage, wie gesagt, einmal rund abzuschließen, die Bisse allein sind nicht schuld, warum der Mensch stirbt, sondern das Fieber, was durch die Bisse ausgelöst wird, durch die Infektion, die Zombies mit sich tragen und danach, nach dem Tod, greift dann der Virus insofern, dass du halt einfach wiederkommst. Ich hoffe, dass ich das relativ logisch zusammengefasst habe. Ich muss sagen, ich habe mir, wie gesagt, sehr viel Gedanken dazu gemacht und ich finde diese Variante oder diese Theorie, dass es halt mehr oder weniger zwei Virenstämme gibt, einmal der in Lebenden ist und einmal der Mutierte, der halt in den Zombies vorhanden ist, dass die halt unterschiedlich sind, weil sonst wäre für mich die Frage, warum überleben die Leute den Virus, den jeder hat, außer sie sterben. Das ist halt so eine Sache, die ich gerne beantwortet hätte. Also falls ihr da vielleicht eine Theorie habt, schreibt sie liebend gerne in die Kommentare. Ich lasse mich da gerne eine Besseren belehren, weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich sehr interessiert hat, weil es halt wirklich tief hineingeht. Es ist halt nicht nur so, okay, du wirst gebissen und verwandelt sich und fertig. Nein, es hat ja schon was damit zu tun, dass du sterben musst, um dich zu verwandeln. Also es gab ja keine Person, die sich lebend verwandelt hat. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe es relativ logisch rübergebracht. Wenn nicht, um Gottes Willen, bitte verbessert mich oder schreibt mir in die Kommentare hier, Bro, das war sehr kompliziert. Dann würde ich es versuchen, in den Kommentaren nochmal ein bisschen logischer aufzudröseln. Aber wie gesagt, schreibt mir da auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und ja, somit wären wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, die Frage ist halbwegs beantwortet worden mit meinem Laienwissen über Infektionen und dergleichen. Freut euch auf jeden Fall schon mal auf dieses Wochenende. Dieses Wochenende wird wieder mal ein reines The Walking Dead Wochenende. Denn am Sonntag kommt wieder ein The Walking Dead Video. Welches weiß ich noch nicht. Entweder kommt, was wäre, wenn Andrea den Governor getötet hätte. Oder es kommt, warum es so wenig Kinderzombies in The Walking Dead, beziehungsweise allgemein Kinderzombies in Zombiefilmen und Serien gibt. Ihr könnt da gerne mal mitentscheiden. Wenn ihr dieses Video seht, schreibt gerne mal in die Kommentare. Lieber das, was wäre, wenn Andrea oder Kinderzombies. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Je nachdem würde ich dann entscheiden, welches ich dann aufnehme, beziehungsweise hochlade. Ja, und das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich möchte jetzt nicht noch länger um den heißen Brei rumreden. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen da oben da, wenn es euch gefallen hat. Checkt auch gerne die weiteren Videos und Playlists auf, die auf diesem Kanal zu finden sind. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und hoffentlich sehen wir uns dann im nächsten Video am Sonntag wieder. Ich dann wieder auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.